Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir machen mit der Hauptstory weiter, nach einer Million Parts. Und dazu müssen wir zur Kartspitze. Ich weiß noch, das war vor, keine Ahnung wie vielen Parts, hatte ich diese Mission und noch eine andere Mission aktiv. Und ich wollte ja die Nebenmission machen. Und dann sind wir schon mal zu dieser Kartspitze gelaufen, weil ich eben dem Zielpunkt der Hauptmission gefolgt bin. Und deswegen hatten wir das dazu mal schon entdeckt. Und ist natürlich jetzt einfacher. Wir mussten damals einen Umweg laufen. Jetzt müssen wir diesen Ort nicht erst nochmal finden oder einen längeren Weg zurücklegen, sondern können jetzt da schon schnell hinreisen. Der einzige Vorteil dieser ganzen Sache, dass ich mich damals schon verlaufen habe oder dem falschen Weg gefolgt bin. So, und damals waren wir noch mit Lydia hier. WTF. Super, ein Drache ist da. Wieso wurde ich hier gespawnt? Was ist denn? Ah, da ist die Treppe, okay. Hallo! Na, wie geht's? Ach, Scheiße! Oh, fuck, Mann! Ich habe jetzt keinen Bock auf den Drachen! Ja, super! Mann, ich bin. Ich hab nichts mehr zum Heilen, nichts, gar nichts mehr und. Das ist eigentlich eine blöde Idee. Wir hätten uns erst Zaubertränke kaufen sollen. Und was zu essen oder sowas. Ich habe jetzt nichts mehr. Also wenn ich jetzt sterbe, ist okay. Dann gucken wir erstmal, dass wir dann Zaubertränke kriegen, wenn ich jetzt sterben sollte. Also mit dem Drachen lege ich mich jetzt nicht an. Das tue ich mir jetzt nicht an, weil ich genau weiß, ich werde verlieren. So, wir gehen einfach in diese Kartspitze jetzt rein. Da waren wir schon mal drin und da waren auch einige Gegner. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem irgendwie hin, die Mission jetzt auch ohne heilen, also ohne Zaubertränke und Essen, das Ganze zu bestreiten. Aber sobald wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, müssen wir uns da wieder was kaufen, definitiv. Was war das? Das war ich. Dein schlimmster Albtraum. Hör auf! So. Einhändig verbessert auf 53. Wunderbar. So, was denn das? Ein Fisch? Dornherz. Drosselei. Gold. Hätte mir auch was essen da lassen können. Oh! Ist ja noch einer! So, hat er sich jetzt aufgelöst? Sieht irgendwie so aus. Was liegt denn hier? Zaubertrank. Wir brauchen irgendwas zu essen auf jeden Fall. Seid vorsichtig. Diese Nordruinen sind für ihre Fallen berüchtigt. Ich werde schon irgendwie aufpassen. Meistens bist es ja du, der dann immer da reinrennt, Erendur. So. Ist jetzt nicht gerade viel zum. Den einen habe ich mitgenommen. Zum Essen aber besser als nichts, auch wenn es uns jetzt nicht unbedingt den Arsch dann retten wird. Aber es ist besser als nichts dabei zu haben. Also nehmen wir das einfach alles mal mit. Und hoffen auf das Beste. Das ist leer. Das ist auch leer. Okay. Hier haben wir noch was. Ein Tomato. Ja. Vielleicht finden wir auch hier irgendwas zum Kochen. War das da unten was zum Kochen? Ne, das war glaube ich nur eine Feuerstelle. Sonst nichts weiter. So, und ich kann jetzt auch gleich nichts mehr tragen. Was ich jetzt auch nicht so doll finde. So, gucken wir mal. Oh, hey, da sind die anderen beiden.
Das freut mich. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja, das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Ihr macht nichts, okay. Muss ich machen. Ja, das ist es. Das Symbol auf der linken Säule. Drachenblut. Gehe ich mal stark davon aus. Angesichts der Tatsache, dass der Tempel der Himmelszuflucht gegen die Rückkehr des Drachenbluts versiegelt wurde, würde ich alle Säulen auf dieses Symbol drehen. Okay. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns sagen. Gut, dann laufen wir mal weiter. Aber ihr dürft natürlich vorauslaufen. Kanonenfutter immer vorwärts. Wartet. Warum hört ihr auf? Wir sollten hier vorsichtig sein. Seht ihr diese Symbole am Boden? Espern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Seid vorsichtig. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Okay, und wie finde ich jetzt heraus, wann es sicher ist? Seid vorsichtig. Ja, ja. Diese Ruinen sind alt. Sicher 1000 Jahre oder noch mehr. Ich würde mal gerne was ausprobieren. Das war die falsche Richtung. Das war ebenfalls falsch. Dim, 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 dim. Wirbelwind-Sprint. So, ich bin drüben. Scheiße. Jetzt komme ich nicht weiter. Oh, hey Arando. Scheiße. Sobald es sicher ist. Ich muss. Was zum? Ich muss irgendwas aktivieren. Ah shit. Fuck. Also mit dem Wirbelwindsprint komme ich rüber, allerdings müssen wir ohne Tricksen rüberlaufen, weil wir damit wahrscheinlich auch die Brücke dann aktivieren müssen, dass die Brücke runterkommt. Und müssen da erstmal einen richtigen Weg finden. Na gut. Ach nee. Nee. Das hast du da nicht abgespeichert oder was? Gibt's ja wohl nicht. Komm mal her. Ja, du. Ey, wie sie immer abhauen. So, mal Abgang her. So. Gut, so. Dann nehme ich das wieder mit und das wieder mit und das wieder mit. Und das mit und das mit. Und Gold, Gold, Gold. So, den Rest lasse ich jetzt einfach liegen. Steck die Waffen weg und laufe so weiter zu den anderen. Dann aktivieren wir wieder ganz schnell die Symbole, damit die Brücke runterkommt. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja, das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieg. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Jo. So, jetzt haben wir wieder hier diese schöne Stelle. Da speichere ich jetzt mal ab, falls wir wieder verrecken sollten. Damit wir jetzt das nicht wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder wiederholen müssen, speichere ich das Ganze ab. So.
Ich glaube, man darf nur Wartet. Auf dem... Ja, verpiss dich Warum mal hier. Ich glaube, Wir man darf nur... vorsichtig sein. Auf dem Drachenbluttafel laufen. Boden? Esbern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Seid vorsichtig. Ja. Du könntest ja auch mal als Kanonenfutter dienen, ne? Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. So. Das funktioniert auf jeden Fall. Hä? Oh, er muss ziehen. Ziehen. Hallo? Wir gehen Erandur? Sobald es sicher ist. Ich hätte sagen müssen, du sollst warten. Jetzt mach mich hier nicht verrückt, ja? Na. Lass mich die Kette jetzt hier aktivieren. Hallo? Seid vorsichtig. Jetzt die Wissenschaft. Ja. Ich kann, dass wir in der Nähe des Eingangs sind. Das ist schön. Dann gucken wir mal weiter. Bin ja gespannt, wann die nächsten Gegner hier kommen. Oh, eine Truhe. Tempel der Himmelszuflucht entdeckt. Das ist schön. Oh, da ist ein Kopf. Truhe. Zwergenkriegshammer. Gold. Tja, würde ich gerne mitnehmen. Kann ich nicht. Hab zu viel dabei. Obwohl, ich kann ja mal aussortieren, ne? Will ich eigentlich auch behalten, aber ich lege jetzt das Elfenschwert ab, damit ich den Zwergenkriegshammer behalten kann. Wunderbar. Erandur. Mara beschützt. Habt wohl alle Taschen ran voll, wie? Ich helfe gern. Glaube ich dir. So, aber ich glaube, ich kann ihm das immer noch nicht geben. Nein, dazu trägt er noch zu viel. Ich nehme das hier und das hier. Ah ne, halt. Ich muss nochmal mit dir tauschen. Hab wohl alle Taschen ran voll, wie? Ich helfe gern. Den nimmst du. Und ich schmeiße das weg, was ich mir jetzt hier gerade genommen habe. Ich bin bereit. Machen wir weiter. So. Dann gucken wir mal. Aha. Da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Okay, gut, dann aktivieren Blutsiegel. Der gesamte Ort scheint ein Schrein für Reman zu sein. Invasion unter geheimnisvollen Umständen beenden, wenn du sicher bist. Coole Sache. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir mal den Tempel der Himmelszuflucht. Oder was heißt öffnen? Betreten wir ihn. Und so ein bisschen Blut. Ja, macht nix. Ist verkraftbar. So. Dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ein bisschen verlassen, aber nicht schlecht. Gibt's ja auch noch ein Wort der Macht.
Da muss ich hin. Ja, dann gucke ich mal. Leute, wo seid ihr? Du bist schon da. Und wo sind die anderen? Hallo? Sind die jetzt schon da hochgelaufen? Nee. Hä? Wo sind die anderen beiden? Haben die mich jetzt hier allein gelassen? Oh Gott, hier gibt's wieder 10.000 Wege. Da verlaufe ich mich 100 pro. Ja, ich kann nichts machen. Wo sind die denn? Ach, die laufen. Die rennen gar nicht. Die laufen. Okay. Ja, dann ist klar, dass das wieder 10 Jahre dauert, bis die da sind. Na gut. Dann warten wir. Man muss sich ja hier alles genau angucken. So, jetzt wird er mir hier angezeigt. Da ist sie. Alduins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esther, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Graubärte um Hilfe bitten. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen, aber uns bleibt keine Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espen oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Seht her, auf der dritten Tafel.
Die Prophezeiung, die die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphin? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt... Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, ja. Okay, schön, schön, schön. So, der Hals der Welt, sprich mit Arangir. Okay, also wir sollen jetzt zu den Graubärten gehen und mit denen darüber reden, was sie denn wissen. Das machen wir auch, aber wir gucken uns dann im nächsten Part erst noch ein bisschen hier drin um, bevor wir uns dann auf den Weg zu den Graubärten machen. Bis dahin, ciao!